Cheftrainer Peter Zeidler und auch Sportdirektor Marc Lettau, die sind jetzt beide raus in Bochum. Schon seit Sonntagabend. Und was das für den Club bedeutet, das schauen wir uns heute mal an. Let's go. Big Kessem, euer Liga-Insider. Und bevor wir mit irgendeiner Analyse starten, lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr hier ganz fresh am Start seid. Und dann möchte ich noch gar nicht in die Analyse gehen, sondern wir gucken uns erstmal an, wir hatten ja den Teamcheck vor einiger Zeit, was wir denn da so festgestellt hatten. Und wie wir das alles bewertet haben, das möchte ich mir gerne nochmal vor Augen führen. Und deswegen gehen wir nochmal rein in den Teamcheck. Mit Experten, Analysten und der Redaktion gehen wir in den Pott und machen das Unmögliche in der Relegation möglich. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider, und heute stelle ich mir nur diese eine Frage. Wer schießt Bochum zum Klassenerhalt? Ja, das frage ich mich immer noch. Wer ist es? Schreibt das mir in die Kommentare. Also, Boadu 2 Treffer, Bero 2 Treffer, fällt jetzt sogar noch verletzt aus. Ja, also da auch eigentlich die perfekte Frage auch schon gestellt. Let's go. Good job, guys. Unser Stolz, Tradition bleibt am Leben. Im Takt zu Boom Bap für den Sieg alles geben. Und damit starten wir rein mit dem VfL Bochum im Teamcheck. Und die alten Hasen unter euch werden wissen, womit wir anfangen. Und zwar hiermit. Teil 1, Rückblick. Und wir starten mit dem Rückblick und den Tab. Also da sieht man es ja schon wieder, ne? 74 Gegentore. Die haben jetzt schon wieder 17. Also die sind schon wieder auf so einem, ja, so ein 2,5 Kurs. Also hier ja auch schon da fast, ne, auch mehr als verdoppelt die Gegentore. Aber das ist schon echt brutal. Also da haben sie defensiv, ist da auf jeden Fall schon mal kein Upgrade zu erkennen, wenn ich mir das ansehe. Ich jump hier mal, weil ich natürlich weiß, wie das aufgebaut ist, das Video. Warum standen sie jetzt unten? Da gibt es in der Analyse so ein paar verschiedene Punkte. Punkt 1, zum einen wurde Letsch abgefeuert nach diesem Köln-Drama in der Nachspielzeit ohne wirklichen Grund. Dadurch herrschte in der Mannschaft kollektive Verunsicherung, was man auch in den ersten Spielen danach spürte. Hinten raus lief es dann einen Tick besser. Wie wird das jetzt mit den neuen Co-Trainern Feldhoff und Ural? Wird das jetzt stabiler sein? I doubt it. Punkt 2, so ein System, wie du das hier spielst, das bedarf hohe Qualität in der Absicherung und die hatte Bochum nicht. Das resultierte dann in den 74 Gegentoren, das sind die zweitmeisten, meisten Konter gegen Tore mit 9 und vorne Harmlosigkeit, auch hier Chancenverwertung mit 25%, lediglich Rang 14. Das ist es. Wir haben es euch allen gesagt. Und das Video ist vom 24.07. Und du kannst da den Spiegel wirklich vorhalten. Das sind ja genau die gleichen Sachen, die wir auch gesagt haben. Also, ich gucke jetzt hier nochmal aufs Board. Also, du hast hier das Gegenpressing. Da sind sie weiterhin sehr aktiv. Das ist dann auch der Spielstil, den Zeidler beibehalten wollte. In den ganzen Pressing-Werten, da sind sie überall gut. Aber, wie eben auch beschrieben und analysiert, es fehlen dir die Einzelspieler, die so ein System spielen können. Und die wurden nicht geholt. Und das muss man dann wirklich so leider anerkennen. Da wurde einfach dann nicht gut eingekauft. Und entsprechend stehst du da jetzt mit einem Punkt quasi leer da, wie eine leere Dose. Und wenn wir das uns auch nochmal angucken, 38% Stöger direkte Torbeteiligung. Der acht beste Wert da. Boah. Also das ist ein Brett, Danny de Witt, ein Tor bis jetzt, der sollte den ja irgendwie ersetzen. Von daher, das hat auf jeden Fall schon mal nicht gegriffen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall eine Sache jetzt machen. Also wir gucken uns, ich will einmal nochmal hier in das Trainerkapitel jumpen. Mit euch. Das sind die Neuzugänge, da sehen wir nochmal de Witt und Sissoko. Schwierig. Jugend zu setzen, auch das, so, wir haben es jetzt hier nochmal. Bevorzugte System, das hat der Trainer aus St. Gallen mitgebracht. Zeidler, der neue Mann an der Linie. 4-4-2 mit Raute soll es sein. Alternativ steht auch das 4-3-3 auf der Liste, allerdings fehlen hierfür die Flügelspieler. Würde ich jetzt gerade umstellen? Würde ich jetzt auf eine Fünferkette, so haben wir das tatsächlich auch in der VA-Gruppe aktuell. Da Gruß auf jeden Fall an die Jungs. Fünferkette.
Du musst jetzt da den Riegel vorschieben irgendwie. Kriegst jetzt drei fette Gegner mit Bayern, Frankfurt und Leverkusen. Also das Nonplusultra der Bundesliga. Und da musst du jetzt irgendwie den Riegel vorschieben. Und defensive Stabilität muss jetzt her. Mal gucken, was wir noch gesagt haben. Weshalb das Rautensystem wahrscheinlich sich durchsetzen wird. EM-Fahrer Bero wird auch zurückkommen. Also Bero will ich hier einmal loben, weil der hat zwei Saisontore geschossen. Er ist bester Bochumer Torjäger mit Boadua. Das ist eigentlich schon wieder was Schönes. Dass der, also der hat die letzte Saison selber mehr Tore geschossen als die letzte Saison zusammen wahrscheinlich. Und Bamba und Daschner werden aktuell im Doppelsturm ausprobiert. Denkbar, dass das auch eventuell mal ein Ausweichsystem sein kann während der Spielzeit in der Liga. Zeidler steht für aggressiven, schnellen Fußball, wie es in Bochum auch in der... Das haben sie weitergemacht. Und da würde ich wirklich jetzt, wenn ich Bochumer Trainer wäre, würde ich davon, denke ich mal, auch einfach jetzt abraten. Weil da fehlt ja einfach dann die Qualität. Wir hören es mit der Konterabsicherung. Ich hatte mir hier auch noch was notiert. Die Tore nach Kontern, tatsächlich auch die zweitmeisten, auch schon wieder in dieser Saison. Dann die Fehler, haben sie auch die zweitmeisten begangen mit 5 Stück. Tore und Großchancen, die meisten zugelassen mit 27. Also der Spielstil, der ist zu offensiv ausgerichtet, immer noch. Und wenn hier die Co-Trainer, vielleicht hören die zu, dann würde ich da einfach mehr defensive Stabilität reinbringen. Ein Passnetz, so wie Bo Svensson das auch installiert hast in Union Berlin, das würde ich versuchen aufzuziehen. Da hast du gute Jungs, da hast du einen Medic, der ist gut, der ist passsicher. Du hast einen Masovic, auch der bringt gute Passwerte mit, da prozentual. Du hast einen Ordetz, das ist ein super Luftkämpfer, einer der besten der Liga, den es gibt. Und dann zusammen irgendwie mit Losilla, den haben wir ja auch gerade im Zentrum, das ist ja auch der Kapitän, was man ihm auf jeden Fall lassen muss. Der bringt immer noch gut die Pässe an, das muss man ihm auch geben, da hat er auch 85%. Das ist ganz ordentlich. Und dann hast du rechts von ihm Sissoko, auch das, ein guter Mann für Pässe. Und links daneben haben wir jetzt gerade Miyoshi drin, da würde ich eventuell nochmal auf De Witt drehen, dass du da zumindest Stabilität reinbekommst über deine Pässe, weil insgesamt spielen sie da auch die drittwenigsten Pässe und da muss jetzt einfach Sicherheit rein, weil wenn du, das ist einfach das Kernelement des Fußballs, dass du einen sicheren Ball spielst und dir darüber Chancen kreierst, dann kann man wiederum weiterschauen, kann gucken, bringe ich meine Flügelspieler ins Spiel, weil das ist auch ganz wichtig. Und da ist Bochum tatsächlich ganz gut, das habe ich auch schon rausgearbeitet. Da sind sie nämlich die zwei bei den Halbfeldflanken. Also die Halbfeldflanke, das könnte ein Element sein, aber wir haben die Effizienz, die war hier schon im Teamcheck miserabel. Die ist auch immer noch fortgehend Bestandteil der aktuellen Saison. Da sind sie die 6 schlampigste Team gerade bei der Verwertung der Chancen. Da sind sonst nur Top-Teams, aber die dürfen da ja auch stehen, weil die machen ja dann aber auch nochmal 50% davon rein. Und wenn Bochum einfach davon super wenig dann auch noch macht dann und sich generell noch super wenig rausspielt, dann hast du da einfach Minus und Minus. Und das ergibt dann hier leider kein Plus, sondern das geht dann einfach nur noch mehr bergab. Und deswegen muss über außen, da müssen Halbfeldflanken, ist ein Element, was schon mal gut funktioniert, ein Passnetz installieren, das würde ich machen. Und dann versuchen darüber, über Chancen zu gehen und natürlich dann die Chanceneffizienz. Da musst du die irgendwie noch klarer rausspielen, oder die Striker einfach in noch bessere Positionen bringen. Wir machen hier nochmal kurz weiter. Dann haben wir noch ganz wichtig, Hashtag Talentschuppen, eine Restrukturierung. Und zwar will der Zeidler den Talentschuppen wieder so richtig angucken. Das würde ich jetzt nicht machen. Das würde ich jetzt auf keinen Fall machen. Ich habe gesehen, Pannewick, der war schon in der Startelf am Wochenende gegen Hoffenheim. Also da wirklich würde ich von abraten, bei einem Konstrukt, was schon, sag ich mal, nicht stabil ist in sich selber und dann noch junge Spieler reinzuwerfen, das, glaube ich, ist, denke ich, nicht förderlich. Das werden wahrscheinlich auch die Co-Trainer so bewerten. Das weiß ich auch noch aus meiner Jugendzeit. Wenn du da, sag ich mal, ne, wenn du da in einen Abstiegsstrudel gerätst, klar, gucken sich dann auch die Trainer nochmal unten nochmal um, haben wir eventuell noch einen Jungspund, der uns da nochmal frischen Wind bietet, aber selbst wenn du die dann hochgezogen hast, das weiß ich noch aus meiner Zeit, dann was sollen die denn machen? Die können natürlich auch keine Wunder bewirken aus dem Nichts.
Du musst da erstmal einen Spielstil etablieren, der gut läuft, ein Passnetz installieren, was sicher, was wie so ein Zahnrad in sich greift, dann eventuell auch die Außenbahn, Schienenspieler entsprechend integrieren und dann darüber über Chancen, ja, reinkommen. Eventuell kannst du vorne mal einen Jungen reinschmeißen, aber ich würde jetzt gerade so bei Elementaren, bei so Safe-Spots, da würde ich keine jungen Spieler reinsetzen. Gerade für so ein Passnetz, da brauchst du gestandene, sichere Jungs, die etabliert sind. Dann kann sich darüber so eine Sicherheit auch etablieren. Das ist so gerade so mein Rat, den ich da sehe. Wir gucken nochmal, ich springe hier nochmal in das Programm, weil ich das jetzt auch aus dem... Hier sehen wir nochmal die Line-Up. Also qualitativ ist das wirklich... Das ist schon wirklich hart. Jetzt ein Losilla, der da auch dann noch reinrutscht und dann sogar Kapitän dann wird. Bernardo muss man an der Stelle auch nochmal nennen. Das ist natürlich auch super bitter. Der ist gerade in der Reha und dann hat er wieder einen Rückschlag. Das ist dein bester Spieler. Und wenn der auch nicht da ist, weiß nicht, hätte man da vielleicht den doch abgeben sollen. Das wäre vielleicht gut gewesen, da nochmal irgendwie 10 Millionen zu kassieren. Da waren ja einige Vereine dran, hier auch wie Union Berlin, die dann ja auch einen Gosens-Abgang hatten. Die dann sich Tom Rothe gezogen haben, der auch super funktioniert da gerade. Muss man wirklich sagen, da hat man den Abgang dann doch verpasst, um da nochmal irgendwie Millionen zu generieren und die dann nochmal zu reinvestieren. Das eventuell auch so ein Fehler in der Transferbilanz, in Transferaktivitäten. Ja, so, dann, ja, hier haben wir nochmal den Standardschützen. Elva war dann ja Daschner. Das war ja gar nichts. So, Mutmacher. Und ich will jetzt hier einmal nochmal aufs Programm. Das haben wir hier. Das ist natürlich schon auch knackig, natürlich Leipzig, Freiburg, Dortmund, auswärts Dortmund führst du sogar noch das Spiel. Hast da auch in Freiburg hast du auch geführt. Also das war dann auch so ein Mittel, dass du führst und dass du es dann einfach nicht hältst. Dann musst du eigentlich, dann musst du weggehen von dem Angriffsfußball und dann vielleicht eher so einen, ich sag mal, normalen Stiefel spielen, dann vielleicht doch eher auf defensive Stabilität achten. Aber sie haben dann doch immer noch die Dinger kassiert hinten. Und klar sind das nochmal von der Qualität natürlich andere Teams, die natürlich auch anders aufgestellt sind, die andere Mittel haben, wahrscheinlich finanziell dann natürlich auch andere Mittel. Aber Kiel, da lässt du dich dann noch hinten raus abkochen durch einen Machino, der da noch reinkommt, 2-2. Das ist dann schon so ein bisschen symbolisch, dass dann sogar der Aufsteiger Kiel dich dann da noch überrascht. Dass sowas darf dann auch nicht passieren. Gladbach warst du eigentlich auch. Hattest du auch deine Chancen, aber auch da kassierst du dann die Dinger. Es ist super schwierig. Und wenn man jetzt noch dann sieht, wer da jetzt noch auf die zurollt, dann, ja, dann wird einem da wahrscheinlich Angst und Bange als Bochum-Fan. Und in den Hot Takes hatten wir auch schon jemanden drin, der sagte, es wird ein Team geben, das kein Saisonsieg landet. Und da ist gerade wirklich die heißeste Bewerbung. Schickt gerade der VfL Bochum raus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was wäre für euch der taktische Gameplan? Und was wäre ein Wintertransfer, den ihr euch da vorstellen könntet, der eventuell nochmal das Ruder rumreißt? Das würde mich tatsächlich mal interessieren hier in den Kommentaren. Und ansonsten sehe ich das wirklich gerade wackelig. Feldhoff und Ural, die müssen jetzt für neue Impulse sorgen. Die müssen da jetzt irgendeinen Spirit, die müssen jetzt in die Kabine gehen. Die müssen sagen eigentlich, so, du bist der Chef. Aber eigentlich muss es ja von den Spielern kommen. Eigentlich weiß man ja, wer der beste Spieler ist, wer der Starspieler ist. Da muss ja aufgrund der Qualität, muss der eigentlich dann schon scheinen. Und aber sie müssen jetzt irgendwie so einen Team-Spirit reinbringen. Die müssen jetzt am besten die Null halten gegen einen der nächsten drei Gegner. Das wird super schwierig. Gerade die Bayern, die gerade so lit sind und die gerade wie die Feuerwehr um die Ecke sprinten da. Also das wird jetzt wirklich eine heiße Nummer, ein Drahtseilakt, ein Spagat auf allen Ebenen. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass die jetzt nochmal an die Ehre der Spieler natürlich, die haben natürlich auch einen Stolz, die wollen natürlich auch gewinnen. Und dass man da irgendwie jetzt Emotionen weckt, zusammenwächst und vielleicht 0-0 zieht gegen die Bayern, das wäre natürlich ein Mega-Erfolg. Aber das ist wahrscheinlich fast nicht realisierbar. Aber sie brauchen jetzt irgendwie einen Überraschungsmoment. Irgendwas muss passieren. Vielleicht ist es die Fünferkette. Vielleicht ist es ein ganz stabil. Vielleicht verteidigen sie sogar mit 6 Leuten hinten und versuchen da irgendwie auf Manndeckung zu gehen und irgendwie zu doppeln hinten. Also das wäre wirklich ganz, ganz schwierig für die Bochumer. Schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ist euer Plan für den VfL Bochum. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Wir hatten gestern die Pyramide mit Guido und wir hatten auch schon die Gewinner ohne Scorer. Da waren keine Bochumer dabei, aber vielleicht finden wir den einen oder anderen in den nächsten Wochen wieder. Und damit bin ich raus und sag G.
Tschüss.